Hallo meine Freunde, heute machen wir uns einmal ein leckeres Rumpsteak. Ihr seht, das ist ein bisschen mehr Fett. Ich sage jetzt mal, kann man auch bei einer Kuh oder bei einem Rind nicht beeinflussen, aber das macht nichts. Das legen wir dann auf der Fettseite schön auf unsere Plancha lassen, das ein bisschen ausschmelzen. Gibt nur guten Geschmack. Also das wird ein Traum, kann ich euch gleich verraten. Dann haben wir hier eine Gemüsezwiebel. Das wird nämlich dann auf der Plancha unsere Röstzwiebeln. Das Ganze machen wir dann natürlich mit Spargel. Jetzt wundert euch bitte nicht, wir haben letztes Jahr frischen Spargel gekauft, den wir eingefroren haben. Und wenn du Spargel frisch einfrierst, also nur schälst, nicht kochst, sondern nur so einfrierst und dann gefroren ins kochende Wasser wirfst, so zwischen 12 und 15 Minuten, dann wird er wie frisch. Aber alles andere weiter, ich wollte jetzt nur das Fleisch zeigen. Seht ihr die Marmorierung? Also viele sagen auch von der alten Kuh und ich freue mich jetzt schon drauf. So, Spargelwasser kocht. Wie ihr seht, da geben wir jetzt ein Gemisch aus einem Teelöffel Zucker und einen Teelöffel Salz dazu. Ist nur für den Spargel geschuldet. So, waschen das Ganze noch aus. Und dann geben wir noch eine Scheibe Zitrone dazu und unseren gefrorenen Spargel, wie ich schon vorher gesagt habe, dann ist er wie frisch. So, ja. Drehen wir noch kurz einmal um und machen dann einen Deckel drauf. Und das Ganze dauert circa 15 Minuten. Die stellen wir jetzt auch ein. Und in der Zwischenzeit machen wir unser Steak und unsere Zwiebeln. Und dann nehme ich euch mit zur Außenküche. Schaut euch die Farbe an. Ist das nicht genial? Also, besser geht doch nicht, oder? Wir werden da jetzt noch ein bisschen Temperatur drauf geben, bis das Steak fertig ist. Und dann werden wir euch erfreuen. Also ich freue mich schon darauf. Und die Zwiebeln, super, super. Also das ganze Gesamtbild, glaube ich, spricht für sich. So sieht das Feuerwerk hier aus. Ich denke mal, es wird ein richtig geiles Steak mit Zwiebeln, Steak und dann letztendlich auch Spargel. Ich freue mich schon drauf. So, jetzt haben wir die Zwiebeln, jetzt haben wir das Steak. Und jetzt gehen wir rein und richten das Ganze an mit unserem Spargel. Ich freue mich drauf und ich denke mal, das ist ein super geiler Game. Wir sind jetzt drin. Und jetzt schneiden wir das Steak in Tranchen auf. Schaut mal her, ist das nicht ein Bild für Götter? So. Und ich kann euch gerne noch eins zeigen, damit ihr seht, dass alles gleich ist. Also ich glaube, besser geht nicht. So, gut. So, und jetzt richten wir an. Und jetzt richten wir unser schönes Steak an. Schaut her, wie schön das ist. Ein Prachtstück. Und jetzt geben wir die Spargel dazu. Drüber unsere Zwiebeln für Steak. So, und dann gibt's, wer will, natürlich eine Kräuterbutter. Das filme ich jetzt nicht, aber ich wünsche euch guten Appetit. Euer Cosi kocht. Und wenn es euch gefallen hat, genießt die Bilder, gebt mir einen Daumen hoch, gebt mir einen Kommentar, ob es gut war. Und am allermeisten freue ich mich auf ein Abo und jetzt genießt nochmal die Bilder.